Warum hat die Kalorientheorie mehr Schaden verursacht als die Atombombe? Weil diese, wie wir sehen werden, tatsächlich eine veraltete Theorie ist, welche nicht funktioniert. Das sage nicht nur ich, dass sie nicht funktioniert, sondern du selbst. Andersherum nehme ich an, dass du zu denen gehörst, das sagen kann, ich bin schon ein Leben lang auf Diät und kann nicht nachhaltig abnehmen. Warum ist das so? Und warum sollte ausgerechnet die Kalorientheorie daran schuld sein? Nun, ich wiederhole mich gerne, bis der Groschen runtergefallen ist. Du hast ja die Erfahrung gemacht, dass trotz niedriger Kalorienbilanz du nicht abnehmen kannst und wenn, dann nicht nachhaltig. Das bedeutet also, dass du zwar kalorienarm isst, aber vermutlich das Falsche. Denn sonst müsste es ja klappen, oder nicht? Aber noch schlimmer ist es, dass mit Hilfe der Kalorienbilanz bei jedem neuen Versuch du immer weniger und weniger damit abnehmen kannst. Es ist immer schwieriger geworden und inzwischen gibt es Leute, die gar nicht mehr abnehmen können. Wer zum Beispiel mit Fasten einmal abgenommen hat und es dann wieder versucht, klappt es in den meisten Fällen nicht mehr. Denn wie versucht man abzunehmen? Was tut man genau, um abnehmen zu können? Entweder achtet man auf den Kaloriengehalt der Lebensmittel oder man isst einfach weniger und das Fasten ist eigentlich nichts anderes, als irgendwie darauf zu achten, so wenig wie möglich Kalorien zu sich zu nehmen. Wenn es also nicht funktioniert, sagst du eigentlich direkt oder indirekt, dass die Kalorientheorie nicht funktioniert. Du wagst es nicht zu denken, verschweige denn auszusprechen, weil die ganze Welt so denkt. Aber in Wirklichkeit drückst du genau das aus. Du sagst eigentlich, dass es mit dem Kalorienzählen und Grundumsatzberechnungen nicht funktioniert hat. Du musst verstehen, dass der Vater der Kalorientheorie, Wilburn Allwater, Ende des 18. Jahrhunderts nicht die gleichen modernen technischen Mittel wie heute besaß, um ausrechnen zu können, wie viel Energie ein menschlicher Körper verbraucht. Er hatte mittelalterliche Instrumente zur Verfügung. Genauer gesagt, Feuer, Wasser und ein Kessel. Ich zeige dir das. Also er hatte Feuer, dann hat er hier einen Kessel gehabt, gefüllt mit Wasser, einen Thermometer reingesteckt und da hat er Lebensmittel verbrannt. Verstehst du? Das Einzige, was er eigentlich herausgefunden hat, ist, wie man mit Lebensmittel statt Kohle die Wassertemperatur erhöhen kann. Mehr hatte er nicht zur Verfügung. Und jetzt musst du ganz gut aufpassen. Denn wenn auch kaum zu fassen, wird das heute immer noch so gemacht. Wenn auch mit moderneren Werkzeugen, hat sich diese Methode bis heute nicht verändert. Ich weiß nicht, warum Altwater so besessen darauf war, herausfinden zu müssen, wie viel Energie ein Körper verbraucht. Er war aber so besessen darauf, dass er nicht wusste, wie er dieses Problem lösen kann. Um das verständlicher zu machen, was würden wir beide tun, wenn wir zu dieser Zeit gelebt hätten? Hätten wir auch Feuer, Lebensmittel verbrannt, ein Kessel und Wasser verwendet, um herausfinden zu können, wie viel Energie ein Körper verbraucht. Ich denke wohl kaum. Überleg mal, was für eine Fantasie muss man haben, so etwas auszutüfteln, um herausfinden zu können, wie viel ich jetzt zum Beispiel an Energie verbrauche. Tatsächlich ist es so, dass er nicht so viel Fantasie hatte. Er hat diese Idee gestohlen, verstehst du? Er hat geschaut, was andere tun, um Räume zu heizen oder erwärmen, Dampfmaschinen anzutreiben und lauter solcher Dinge. Er hat also nicht die Stoffwechselfunktionen oder die biochemischen Reaktionen, welche in einem Körper stattfinden, untersucht. Wie auch, es gab damals keine Mittel dazu. Keine Labore, keine Computer, keine moderne Ausrüstung, um überhaupt so etwas tun zu können. Also hat er alles von einem anderen Gebiet aus, das nichts mit einem Körper zu tun hat, studiert, also die Thermodynamik, und hat dann schlussgefolgert, dass der Körper wie eine Dampfmaschine funktioniert. Wie wir in den Folgevideos noch sehen werden, hat sich also diese Methode tatsächlich nicht verändert. Und genau diese thermodynamische Theorie führt zu falschen Schlussfolgerungen. Und diese Schlussfolgerungen richten mehr Schaden an als eine Atombombe. Aus irgendeinem Grund können mit Hilfe der Kalorientheorie oder der Thermodynamik mehr als 50% der Weltbevölkerung nicht mehr abnehmen. Wir essen also Lebensmittel und many Kombinationen, wo wir denken, dass sie gesund sind. Wir denken, dass wir davon nicht zunehmen. Aber in Wirklichkeit nehmen wir
ausgerechnet davon zu. Das beste Beispiel ist die vegetarische Pizza. Durch die Zufuhr von Gemüse, das auch Kohlenhydrate sind, essen wir etwas, das zwar weniger Kalorien hat als eine andere Pizza, dafür ist es ein Kohlenhydratkonzentrat und können nicht verstehen, warum wir laufend zunehmen bei solch gesundem Essen. Verschweige dann von der künstlichen, unverdauliche, aus Gemüse hergestellte Mozzarella, das uns noch den Rest gibt. Diese mittelalterliche Theorie der Kalorien hat also das mittelalterliche Denken in der Ernährung eingeführt. Hier ein paar wenige Ausdrücke, welche diese mittelalterliche Denkmethode veranschaulicht. Und dies, weil unser Körper mit einer Maschine gleichgestellt wird. Mit Ausdrücken wie Fett verbrennen oder Kalorien verbrennen versucht man damit zu sagen, dass man mit Wärme oder erzeugte Wärme, wie zum Beispiel ins Schwitzen kommen, damit man abnehmen kann. Alles, was also Wärme erzeugt, sollte Kalorien verbrennen, Fett verbrennen oder Fett wie Butter schmelzen lassen. Ist aber je nachdem vollkommen seitenverkehrt. Eine versalzene Speise führt auch zu mehr Körperwärme. Aber statt abnehmen, nehmen wir von übermäßigem Salzkonsum sogar zu. Aber mehr über Salz in einem anderen Video. Pfeffer oder Chili, wenn man es gerne hat, sind kein Problem. Doch nur weil sie Wärme erzeugen und auf der Zunge brennen, bedeutet es noch lange nicht, dass sie Fett verbrennen. Der beste Beweis dafür ist, dass man den ganzen Tag scharf essen kann und man verliert kein Gramm an Fett. Hingegen, ein kalorienarmes Gemüsesmoothie erzeugt keine Wärme, wird aber solchermaßen in Windeseile verdaut, dass es den Zuckerspiegel in den Himmel jagt. Insulin kommt ins Spiel und wir können sogar davon zunehmen. Doch das schauen wir genauer an, wenn der Stoffwechsel an der Reihe ist. Siehst du diesen Kalorienmythos, der angeblichen Wärme und Fettverbrennen alles durcheinander bringt? Leute freuen sich auf den Sommer, auch deshalb, weil sie glauben, dass durch die Wärme und das Schwitzen man einfacher abnehmen kann. Wie viel hast du letzten Sommer abgenommen? Das ist mittelalterliches Denken, das nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Genauso verrückt ist die gegenteilige Theorie, dass man im Winter mehr abnimmt als im Sommer, weil der Körper mehr Fett verbrennen muss, um sich selbst zu erwärmen. Auch hier kann ich dir die genau gleiche Frage stellen. Wie viel hast du im letzten Winter abgenommen? Dann gibt es wiederum Theorien, dass genau das Gegenteil behaupten, dass man im Winter nicht abnimmt. Vielleicht hast du den Ausdruck schon gehört. Winterspeck anlegen. Und andere behaupten, dass man im Sommer mehr zunimmt, aus irgendeiner komischen Theorie. Also ist das Ganze einfach zum Verzweifeln. Man wird einfach verrückt, wenn man diesen Dingen nachgeht. Und an der Basis dessen ist einfach diese Kalorientheorie, die muss einfach weg. Denn genau darum geht es in dieser Videoreihe. Dinge wegzuschmeißen, welche wir nicht brauchen können und zu keinen Resultate führen. Und als nächstes denke ich, dass es an der Zeit ist, sich mal von dieser irren Idee zu trennen, dass der Körper eine Maschine ist und wie eine Maschine verstanden werden sollte. Solange du glaubst, wie ein Verbrennungsmotor oder Ofen zu funktionieren, wirst du nicht die Tatsache akzeptieren, dass alles nur mit den Hormonen steht und fällt. Du wirst nie den roten Faden begreifen, den ich dir noch geben werde. Egal wie warm oder heiß etwas ist, egal wie viel du beim Sport ins Schwitzen kommst, Essig, Ananas und andere säurehaltige Flüssigkeiten lässt die mittelalterliche Denkweise uns glauben, dass es aufgrund der Säure es auf das Fett ätzend wirkt und es also verbrennen sollte. Verlässt man aber das Mittelalter und man kommt in die Gegenwart, so hat die Wissenschaft herausgefunden, dass bestimmte Säuren das Hormon Gastrin anregen, das eine süßliche Säuresubstanz ist, das wiederum als Ausgleich mit Insulin bekämpft werden muss. Und alles, was das Insulin anregt, lässt uns zunehmen. Jetzt weißt du, warum mit deiner letzten Ananas- oder Essigkur nicht abgenommen hast und vom Salatessen möglicherweise sogar zugenommen hast. Zu viele süßliche Säuren, das also nichts verbrennen, sondern erst recht uns zunehmen lassen. Also weg damit! Der Körper ist weder eine Maschine noch ein Verbrennungsofen und folgt also den Gesetzen der Biochemie und nicht der Physik. Denn Physik befasst sich mit toter Materie und wir sind nicht tot. Der Beweis dafür liegt darin, dass ein Körper sehr lange Zeit ohne Nahrung auskommen kann, bis er stirbt, während eine Maschine sofort zum Stillstand kommt, wenn der Sprit ausgeht. Nur dieses letzte einfache Beispiel zeigt unmissverständlich auf, dass der Körper nicht mit einer mechanischen Maschine verglichen werden darf. Und das nächste, was wir jetzt über Bord werfen werden, ist der Grundumsatz. Was stimmt mit dem Grundumsatz nicht? Du wirst staunen. Gleich geht's weiter in Kapitel 5.